Talsperre Ora liegt am Nordrand des Thüringer Waldes. Das Einzugsgebiet besteht aus 98% aus unbesiedelter Fläche, die forstwirtschaftlich genutzt wird. Beste Bedingungen für eine gute Rohwasserqualität. Von hier aus fließt das Wasser 250 Kilometer durch das Rohrleitungsnetz der Thüringer Fernwasserversorgung. Es fließt in ca. 1,5 Tagen zum Verbrauchsschwerpunkt Erfurt und von dort aus weiter nach Weimar, Jena und im Norden nach Sondershausen. Also hier sind wir im Hochbehälter Marbach. Hier passen 5000 Kubikmeter Trinkwasser hinein und dieses Leitungsvolumen hält ungefähr für die Stadt Erfurt ein Drittel des Tagesbedarfs. Hier sind wir im Hauptwasserwerk Möbisburg. Wir haben hier 15 Tiefbohrungen. Mit diesen gewinnen wir ca. 8000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag. Das ist natürlich nicht der Normalfall im Trinkwasser. Erwarten wir hier keinerlei Wachstum. Hier in diesem Teilbereich im Labor untersuchen wir organische Spurenstoffe, zum Beispiel die sogenannten PAKs, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Dafür wird ein Extrakt in dieses kleine Vial abgefüllt und dieses Gerät hier untersucht dann diesen Extrakt. Wir erhalten dann ein sogenanntes Chromatogramm und können dann nach der Auswertung sagen, ob solche organischen Spurenstoffe in unserem Wasser enthalten sind oder eben nicht.